Ladermultiplikator, also. Ich verliere einen Haufen Geld, irgendwas stimmt nicht. Memory ist das einfach. Ja. Jetzt würde ich. Ja. Die ICE-Goblin-Strecke macht 20 Millionen Minus. Die erste und zweite Klasse der Wagen eigentlich anders ausgestattet? Da müsstest du einen Maverick fragen. Hm? Nein, nein, der andere Maverick. Was war denn dort denn? Hat der ICE 6 schon gar nicht. Sind noch nicht so viele Waggons dran? Vom Gewicht her? Oh, die Lok muss ja packen. Sehr schön gemacht. Richtig schön. Jo. 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 Ja, das sind immer noch so Schönheitsfehler dran. Lika und normalerweise hat die erste Klasse breitere Sitzabstände und teilweise bequemere Polsterung als die zweite Klasse. Warte mal. So, meine Lieben, es sind schon wieder 2 Stunden vorbei. Würde ich sagen, ich speichere mal kurz und dann machen wir eine kurze Pause. Wie lange? Ja, das kann 10, man machen. 10 Minuten. Bin nebenbei auch schon wieder am Rumskriegen. 10 Minuten. Gut. Circa. Noch bin ich nicht weg. Ich habe gerade gesehen, dass der Zug wieder zu alt ist. Warum ist auch immer nicht. Sobald ich sage Bescheid, dann kann ich halt absenden. Ja. So, unsere Stadt wächst und gedeiht. Ja, 78 Einwohner mittlerweile. Von 57. Ja, es geht schon vor Ort. Treibstoff wird geliefert. Aha. Es wird Treibstoff geliefert, obwohl ich eigentlich Waren abholen will. Drei Passagiere warten am Bahnhof. Sieht schon mal nicht schlecht aus. Das kriegen wir noch hin. Die Stadt wächst und gedeiht. Definitiv. Noch ein bisschen mehr anschließen, ein bisschen mehr aktiver noch gestalten. Waren hin. Ah. Je mehr Leute du abtransportieren kannst, mehr Leute kommen auf die. Vor allen Dingen muss auch eine hohe Geschwindigkeit da sein, also eine höhere Taktrate der Züge, dann wird das auch attraktiver. Und es muss eine Verbindung zu weiteren Städten eben, das ist das. Also es ist jetzt noch wie eine Sackgasse für alle, die da hinfahren. Na, Sven, du bist live. Ich weiß, Entschuldigung. Dauert noch einen Moment mit der Pause. Ja, wir brauchen auch noch den S-Bahn-Verkehr. Genau, das wollte ich jetzt noch schnell noch machen. Ja, die müssen in die anderen Städte auch fahren können, also von anderen Städten kommen, damit sie da arbeiten können. Da kommen die vielleicht noch nicht schnell genug hin. Wir direkt einen Hügel machen.
Vorne am Gleis. Ja, wenn es ein Tunnel ist. Was würdest du machen? Ja, geht schon. Das ist fürs Depot, ne? Ja. Joe, du hast noch keine Linie. Du darfst den in deinen Linien hier benennen. Oh Gott. Ja. Ich will, dass die Futurama heißt. Futurama? Genau. Futurama 1 und Futurama 2 dann, oder? Ja. Okay. Und wenn ich die Ringfarbe haben dürfte, ja gut, ist jetzt schon eine andere da. Ich hätte gerne blau und gelb, aber ist... Nee, kann man machen, ist kein Problem. Ich wollte bloß das... Gut, und bei welche Loks auf der Linie? Ja, also im Prinzip, wenn das vom Geld her geht, weil das ist eine S-Bahn, die halt ganz schnell gehen soll, und da hätte ich gerne den roten Pfeil. Und dann die eine Linie in blau und die andere in gelb. So. Sonst hätte ich natürlich wieder die Purple genommen, aber in dem Fall geht es nicht für sowas. War jetzt die blaue falsch, oder? Roter Pfeil. Da war er. Doppeltraktion, oder? Da war ja noch so ein anderer Zug, ne? Der so ganz schnell war. Ne? Der französische, der war doch schneller, ne? Der Mirage. Nee. Der SNCF. Ja. Den könnte man natürlich auch mal ausprobieren. Hat auch ein bisschen mehr Kapazität und. Ja, 120.000 circa. Hat aber mehr PS. Ja, der zieht schneller an, ne? Aber für mich ist er auch mehr. Aber wie gesagt, wenn der immer auf 140 kommen will, dann hat der direkt von Anfang an die Größe geschwommen. Wieso machst du nicht deine den beiden Orte mit der Boden? Weil das doof aussieht. Okay, soll ja Futurama sein. Doppeltraktion auch oder nicht? Und das vierfach, also für jede Station eine, hast du gesagt. Oh, dreifach. Da fällt mir gerade was anderes ein, ein anderes Problem. Was soll das jetzt? Willst du mich jetzt verarschen hier? Ja, versuche ich gerade zu machen, weil sonst... Was du verkehrt, du hättest die Linie andersrum stehen müssen. Bahnhöfen her,
ist. Dann ist es immer einfacher, die auszusetzen, als betauscht man die ja viel zu schnell beim Setzen. Also so viel braucht er, glaube ich, nicht. Es reicht. Aber auch nicht so schnell. Der Maverick, ja, Blau. Nein. Ist alles jetzt gerade irgendwie wieder eine Taste-Kombination gedrückt, wo wieder der TS rausgeknallt hat. Ach. Ja. Danke, Ulf, für den Hinweis. Ich habe gar nichts gelesen. Ach so, ja, weil ich will ja noch das eine absenden. Ja, ich hab den. Jetzt sehe ich es, ja. Jetzt müsste es wieder funktionieren. Irgendwo eine Tastenkombination und dann war schon wieder fertig. Aber gut aufgepasst. So, Transport Fever Central. Ost. Nicht ohne. Ist das Ost eigentlich? So, Rumpelschulchen sagt, Rumpelschulchen, ja, funktioniert. Der Ulf sagt, die ungezogenen Tasten. Ja, Transport Fever City ist, ich weiß, Süd war das nicht, ist. Ich weiß, was der Problem war. Ich habe 1 und 2 die Tastenbelegung gehabt für Muten und Entmuten und vorher habe ich Futurama 2 geschrieben und somit habe ich, ja, okay, mein Fehler, ich muss die Tastenkombination nochmal verändern. Aber kann ich jetzt im Moment noch nicht machen. So, Transport Fever City West, das ist doch schön. Ost, ja. Süd. Wobei das natürlich jetzt West ist, ne? Aber ist egal. Wieso? Norden ist hier oben. Ja, genau, richtig. Das ist West, richtig. Nicht ohne Seife waschen. Nicht ohne Seife waschen. Ja. Im Kreis umgehen, nicht ohne Seife waschen. Also im Uhrzeigersinn, so habe ich es mir gemerkt, nicht ohne Seife waschen. Und das im Uhrzeigersinn. Ja. Die Abkürzungen für die Himmelsrichtungen. Aber Central ist ja Nord, also deswegen Central bleibt Central. Ja. Später hinter dran auch noch kommt, das sowieso zentraler. Ja, wir können hinten sogar später die Kopfbahnhöfe abreißen und sogar noch weiter runterlegen Richtung Süden. Kann man ja, alles dann machen. Halten wir die eine Ringlinie. Ja, da muss man eben gucken, den Kopfbahnhof ein Stückchen tiefer zu setzen, sodass man die Gleise dann an der Stelle unterführt und die anderen ein bisschen höher legen. So, ich habe Fahrzeuge gekauft. Wo sind die jetzt? Hallo Kamui, wir sind immer noch dabei. Ich hab's geschafft, mein Internet wieder zu laufen. Sehr schön. Ich hab doch Fahrzeuge jetzt gerade vorher gekauft, oder nicht? Also warst du abgestürzt. Ja, mein Netz war weg. Und ich dachte, du hättest die falsche Taste gedrückt. Fenster zugemacht. Das kann auch sein. Also willkommen zurück. Boah, ich hab die TGW, den Duplex. Was? Oh. So, jetzt kommt erstmal der französische Wagen. Ah, falsch. Wie vielleicht auch das kleine. Hallo Toto. Hey. Wir haben weitergespielt. Futurama ist gewachsen. Also Transport Fever City. Wir haben jetzt gerade die S-Bahn-Linie und zwar mit einem französischen Wagen, sehr schnell. Und die S-Bahn-Linie, die heißt direkt auch Futurama 1 und 2. Schön, hört sich gut an. Und ist in den Essener Farben blau-gelb gehalten, wie auch unser Nahverkehrsbetrieb Essener Verkehrsgesellschaft EFAG. Ja, toll. Ne, und E-Fuck sagt man immer, wenn man sauer ist. Ne? Und E-Fuck sagt man, wenn man zufrieden ist. Ja, also Joe, die